Fuck Corona, mein Name. Ja, herzlich willkommen hier bei den Krawallbrüdern. Summer Breeze 2.0, 30 AMGs, V8 Tinnitus garantiert, wie man gerade gehört hat. Und ich hoffe, das Video macht euch Spaß. Es wird so, wie wir es uns vorstellen. Es wird einfach der Burner. Es wird der Burnout. Ja. Also, jetzt geht es zum Treffpunkt und machen gerade eine kleine Ausfahrt. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch mal mit. Ich hoffe, man hört mich. Mal Schiebedach zumachen, dann hört man es auf jeden Fall besser. So, jetzt hört man nämlich nur noch eins. Das ist hinten der Motor. The jungle up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the yeah, I'm checked to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I'm checked with the boys. Man so tough, but man's keep walking. Yeah, dressed too sharp with the prize. White girls better tell me I'm awesome. Yeah, hot like fire on the pan. If you wanna touch my feet. Nein, erstmal herzlich willkommen in Frankfurt, Oberursel! Oschel. Kennst du die alte Ursel? Oschel. Die Ursel ist immer oben. Ursel. Also, willkommen in dem Milan Hotel, 85 Sterne plus Deluxe, oder? Wie viel waren es? 4, glaube ich. Also, Wasserbetten hier, SM-Zimmer hier. Stell dich mal einen rein auf, dass wir hier mal dieses schnell über die Runde bekommen. Ganz kurze Frage, waren das die Vorworte, oder? Ja, das ist jetzt, die wollen alle aufs Zimmer erst. Ja, also dann würde ich sagen, mal einen Applaus, das waren die Vorworte, ja? Also. Erstmal riesen Dank an Tom und seine Schatz für die ganzen Mühen und gerne, für euch immer wieder gern. Genervten Abende. Nö, alles warst du genervt? Diesmal nicht. Nein. Gut, okay. Gar nicht. Also es wird ja von Mal zu Mal besser, würde ich sagen. Trotz Corona haben wir jetzt doch etliche Leute. Ich kann mit Stolz verkünden, der hohe Norden. Wo ist der Osten? Kommt noch. Okay, der Osten kommt auch noch. Ein Auto. Also erstmal Respekt für die weiten Anfahrten, muss ich erstmal sagen. Erstmal sehr aus geil. Kiel. Ist Minimum auch ein Applaus wert. Dass ihr doch so zahlreich gekommen seid, also ist immer wieder stolz. Das ist kein Schweiß, sind auch ein paar Freudentränen dabei, aber egal. Und Autopflege haben wir dabei, Alpenpflege haben wir dabei. Wir haben was für Retro-Unterwäsche dabei. Und ja, was soll ich nur sagen? Ja, wir haben natürlich Karosseriebauer dabei. Ihr könnt heute wirklich eure Autos schrotten. Textilreinigung. Heute Autos schrotten, morgen wieder fit, ne? So was in der Art, ja. Und wenn ihr echt so viel Scheiße gebaut habt, dass es gar nicht mehr in den Kofferraum kriegt, dann gibt es ja auch noch Burnout-Taschen. Also AMG Private Lounge steht drauf, aber das kann man auch anders machen. Wie gesagt, ist jetzt auch mal egal. Die Jungs sind halt beim Essen dabei, denn ich quatsch schon ein bisschen was aus den Rippen. Und dann essen wir ein paar XXL-Burger nach unserer Runde, die wir geballert sind. Erstmal wieder 2 Liter Bier. Jo. Wir 2-1? Wieder, das ist okay, alles klar. Alpi, du fährst mein Auto zurück. Wo ist er? Yeah. Alles klar, dann können wir auch 4 Liter Bier machen. Wie gesagt, ich würde sagen, wir läuten das jetzt mal gemütlich ein. Ihr kriegt eure Zimmerkarten, geht hoch, macht euch frisch. Neues Höschen, neues Puder und dann treffen wir uns wann? Was ist der Plan? Ja gut, also wir bleiben erstmal so stehen mit den Autos. Das bockt hier keins, ein Gewerbegebiet. Und ich will eigentlich so gegen 4 Uhr auf die Ausfahrt dann losgehen. Auf
Ja, ich würde mal sagen, wir haben hier für alle natürlich noch ein paar Goodie-Bags. Ich möchte mich bei folgenden Freunden, Teams, Firmen mal bedanken, die hier alle eine Kleinigkeit beigesteuert haben, dass jeder so ein kleines Andenken hat. Ich helfe dir. Unter der Initiative von Tom sind einfach diese Kinderüberraschungstüten einfach geil. Außer Kondome ist eigentlich alles drin. Also, wir fangen jetzt mal ganz, ganz schnell an. Nach jedem Burnout, wisst ihr ja, soll es wieder gut riechen. Also habt ihr da von denen einen Wunderbaum. Dann haben wir Schlüsselanhänger von unserem Gianni. Oberflamingo. Ein bodenlos geiler Kuli, Alter. Zum Lecken geil. Aber nach dem Essen und Knoblauchdampf hast du Performance Floor Baum, Gott sei Dank. Shisha-Duft. Traube Witze! Kann man den auch rauchen, Dinge? Probier. Okay, machen wir nach dem Essen. Ein Kaffeebecher, Thermobecher, Krawallbrüder. Sehr geile Festivalarmbänder. Schaut's euch an. Richtig geil. Tom, das hast du gut gemacht. Finde ich gut. Für die Autos? Gedenk, Andenkungsauge, Flamongo. Dieser Aufkleber. Ey, ist ein Aufkleber. Ich habe das Ansichtskarte von Frankfurt. Ja, ist ein Aufkleber. Home Office Everywhere. Habt ihr noch einen geilen Mauspad hier? Hm? Je mehr ihr rubbelt, desto mehr brennt das Ganze hier. Das heißt. Ja, ja. Ja, was soll ich noch sagen? Tausend Dank an Grip RTL 2 für die Zeitung. Bekommt jeder von uns. Die Jungs freuen sich. Krawallbrüder bedankt sich herzlich. Und ich hoffe, wir sehen uns nach dieser scheiß Corona-Zeit beim nächsten Event mit RTL 2 Seite an Seite. Bis dann, auf rein. Ciao. Stop that. Stop that. Stop that.